Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Atlas-Raketen. Viel Spaß! Wir erzählen als Deutsche ganz gerne die Geschichte, dass Wernher von Braun das gesamte amerikanische Raketenprogramm zu verantworten gehabt hätte. Ja, am liebsten noch, dass er mit seinen bloßen Händen Neil Armstrong auf den Boden des Mondes abgesetzt hat. Kannst du dir vorstellen, das ist natürlich völliger Blödsinn. Und auch wenn er definitiv seinen Anteil am Apollo-Programm hatte, spielte er sicher nicht so eine große Rolle wie Sergei Korolev für die sowjetische Raumfahrt. So wurde zum Beispiel die Entwicklung der ersten Interkontinentalrakete von den Amerikanern von Karel Jan Bossert verantwortet, der aus Belgien in die USA emigriert war. Und die Rakete, die ich meine, die heißt Atlas. Ach nee, Karel Bossert, nicht Karel Gott. Ja, da die Atlas-Entwicklung ursprünglich rein militärisch war und daher geheim, ist Bossert in der Öffentlichkeit nicht ansatzweise so bekannt wie Korolev oder von Braun. Als Vater der Atlas-Rakete gebührt ihm aber der Ruhm für die älteste noch eingesetzte Raketenfamilie der USA. Ich stelle dir heute die Atlas und ihre Technik vor. Dabei schauen wir uns an, wie sich die Technik über die Jahre verändert hat und gehen abschließend noch auf die Besonderheiten ein, mit der die Atlas 5 morgen hoffentlich dann den Boeing Starliner zur ISS bringt. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, und wenn dir gefällt, was ich hier mache und du den Kanal unterstützen möchtest, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Ja, die Atlas. Die wurde ursprünglich als Interkontinentalrakete entwickelt, wobei sie durch ihre vielen Fehlstarts in der Anfangsphase als Inter-County-Missile bezeichnet wurde, also als eine Rakete, die es gerade mal bis zur nächsten Gemeindegrenze schafft. Den Ruf konnte sie definitiv 1960 ablegen, als sie mit 14.500 Kilometer den bis heute gültigen Rekord für den weitesten durchgeführten Interkontinentalraketenflug aufstellte. Der Ruhm hielt nicht lange an, nur 5 Jahre später wurde die Atlas als ICBM, also Intercontinental Ballistic Missile, außer Dienst gestellt. Grund dafür war ihr Antriebssystem, basierend auf Kerosin und flüssigem Sauerstoff. Diese Kombination erfordert eine lange Vorlaufzeit, da der flüssige Sauerstoff als kryogener Treibstoff nicht lange in den Raketentanks bleiben kann. Zur effektiven Abschreckung wollte das US-Militär aber Raketen, die in nur wenigen Minuten einsatzbereit sind. Und so wurde die Atlas dann passenderweise unter anderem durch die Minuteman abgelöst, die als Feststoffrakete den Anforderungen besser genügte. Was man dann mit den vielen ausgemusterten Raketen anstellte, das erzähle ich dir gleich. Aber zuerst einmal zum grundsätzlichen Aufbau der Atlas bis zur Einführung der Atlas 5 in den 2000ern. Ein Feature, das sie direkt von den Nazis erbeuteten oder leicht modifizierten Nachbauten unterscheidete, ist die Integralbauweise der Treibstofftanks. Während es beim Aggregat 4 oder auch V2 eine Hülle mit eingebautem Tanks gab, war bei der Atlas von Anfang an Tankwand auch gleichzeitig Struktur. Weiter noch, bis auf die Atlas 5 hielten die Tanks aller Atlas-Raketen nur durch einen Innendruck. Diese Bauform nennt man Ballontanks. Dabei fungiert der Innendruck als Knickstütze und sorgt dafür, dass sich das Material der Belastungsrichtung nicht entziehen kann. Eine ziemlich clevere Bauform. Sollte der Druck aber unbeabsichtigt abfallen, sieht das Ganze natürlich sehr traurig aus. Vermutlich ein Hauptgrund, warum diese Bauform ein Nischendasein fristet. Wer genau hinschaut, erkennt, wie dünn die Tankwand war. Die abgerissenen Tankteile sehen quasi wie Alufolie aus. Und Folie trifft es auch ganz gut. Diese Tankhülle war gerade mal zwischen 0,36 und 0,94 mm dick. Also an ihrer dicksten Stelle noch nicht mal 1 mm. Das Material war übrigens von Anfang an rostfreier Stahl, das dank SpaceX und Starship ja auch gerade eine Renaissance in der Raumfahrt erlebt. Vermutlich kam Karel Jan Bossert auf das Material, da er vorher den Bau von Eisenbahnwagen aus dem gleichen Material verantwortete und es 301-Stahl auch in den 50er Jahren industriell weit verbreitet gab. Das entspricht der These von Urs, dass die ersten Weltraumkapseln eigentlich nur bessere Wurstdosen waren. Wer das Video von Urs nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Unbedingt schauen. Und da haben wir den Schwenk zur bemannten Raumfahrt. Denn die Atlas war die Rakete, die alle Orbitalflüge des Mercury-Programms durchführte. Als zum Beispiel den ersten Amerikaner John Glenn 1962 auf einer Orbitalbahn beförderte. Fun Fact, es gab ja in der letzten Woche viel Diskussion darüber, ob und wann man sich Astronaut nennen darf. Und viele haben dann gesagt, dass nur jemand, der mindestens einmal auf einem Orbit die Welt umrundet hat, ein Astronaut ist. Tja, wisst ihr, wer dann kein Astronaut wäre? Ja, Juri Gagarin. Der ist nämlich bei der ersten Umrundung schon wieder gelandet. War also nicht über einem kompletten Umlauf oberhalb der Kármán-Linie. Und da würde für mich dann der Spaß aufhören, wenn mir dann wieder irgendein Erbsenzähler in den Kommentaren erzählen möchte, dass technisch gesprochen Juri kein echter Astronaut war. Juri Gagarin wird auf immer einen Platz in den Geschichtsbüchern haben. Mir fällt gerade ein, dass man ja auch mit Erbsenzählen in die Geschichtsbücher kommen kann.
Weißt du, auf welche Persönlichkeit und seine bahnbrechende Entdeckung ich da anspiele? Ja, schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Kommen wir aber zurück zur Atlas und ihren Besonderheiten. Wie ich bei unserem Senkrechtstarter Dienstag gemerkt habe, kennen viele nicht das Abwurftriebwerk der ersten Atlas-Raketen. Ja, richtig, die Atlas hatte ursprünglich nur eine Stufe. Wie du vermutlich weißt, ist die Mehrstufigkeit von Raketen eine der Grundvoraussetzungen für ernstzunehmende Raumfahrt. Und jetzt erzähle ich dir, dass die älteste und meistgeflogene Rakete der Amerikaner aus nur einer Stufe bestand. Zwar kamen später Oberstufen hinzu, aber das Grundkonzept der Atlas war einstufig bzw. anderthalbstufig. Das heißt, das Haupttriebwerk blieb bis zum Schluss an der Rakete, während die beiden Boostertriebwerke unterwegs abgeworfen wurden. Aber eben nur die Triebwerke. Die Haupttanks, die das RP-1 als Treibstoff und den flüssigen Sauerstoff als Oxidator für alle drei Triebwerke bereitstellten, verblieben an der Rakete. Keine andere Rakete macht das so. Ja, Hintergrund sind hier zwei Dinge. Zum einen war die Tankstruktur durch die Ballonbauweise extrem leicht. Das heißt, durch das Abwerfen der Tanks hätte man gar nicht so viel Masse loswerden können. Man hätte ja zum Beispiel zusätzliche Struktur benötigt, um separate Tanks mit Schotten und Kuppeln auszuführen. Andererseits ist die Stufentrennung bis zum heutigen Tage einer der ganz kritischen Punkte während eines Raketenstarts. Die Stufentrennung der Falcon 1 hätte SpaceX zum Beispiel beinahe umgebracht. Und auch Rocket Lab hat gerade erst dieses Jahr eine Rakete kurz nach der Stufentrennung verloren. Es macht also durchaus Sinn, sich diesen komplizierten Teil eines Raketenstarts zu sparen. Was das Ganze noch aufwendiger macht, ist das nachträgliche Zünden eines Triebwerks. Auch das wollte man sich in der Frühphase der Raketenentwicklung sparen, weswegen alle drei Triebwerke der Atlas von Anfang an brennen und so das Triebwerk, das schlussendlich bis in den Orbit trägt, nicht nachträglich gezündet werden muss. Das hat natürlich auch einige Nachteile. So können wir zum Beispiel das Triebwerk, das hauptsächlich im Vakuum operiert, nicht auf diesen Zustand optimieren, da es ja auch auf Meereshöhe funktionieren muss. Das kostet uns dann Effizienz. Dass man auch mit einem Sustainer, auf Deutsch wusste ich mal mit Dranbleiber übersetzt, ein hocheffizientes Triebwerk realisieren kann, zeigt das RS-25 des Space Shuttle, das ja auch das SLS antreiben wird. In beiden Fällen brennt das Triebwerk ab Meereshöhe bis weit über die Kármán-Linie hinaus. Die frühen Atlas hatten weitere Besonderheiten. So gab es kleine Vernier-Steuerdüsen an den Seiten, die gleichzeitig mit den drei Haupttriebwerken beim Start gezündet wurden. Auch hier wollte man eine Zündung im späteren Verlauf umgehen. Denn eigentlich hat die Atlas mit einer zu ihrer Einführung sehr fortschrittlichen Schubvektorsteuerung beim Starten keine Steuerdüsen gebraucht. Ganz anders als in Russland, wo man das komplizierte Gimbeln, also das Schwenken der Triebwerke, bis heute bei der Sojus vermeidet und mit Vernier-Steuerdüsen die Lageregelung vornimmt. Die Atlas hingegen brauchte diese Steuerdüsen aber nach dem Abtrennen der beiden Booster-Triebwerke, da mit einem einzelnen Triebwerk keine Rollsteuerung um die Längsachsen möglich ist. Weiter konnten die Steuerdüsen auch die alleinige Steuerung übernehmen, sollte die Schubvektorsteuerung des Zentraltriebwerks ausfallen. Aber es gab auch noch einen weiteren Grund für diese kleinen Triebwerke, der leider auf ihre militärische Nutzung zurückzuführen ist. So gibt es bei Interkontinentalraketen nicht nur eine angetriebene Phase, sondern auch eine Coasting Phase, das heißt eine Freiflugphase. In dieser Coasting Phase kann die Ballistik noch stark verändert werden, was die Genauigkeit des Waffensystems verbessert, bzw. die Vorwarnzeit bei einem Gegner für einen möglichen Einschlagort minimiert. Will ich gar nicht weiter darüber reden, was passiert, wenn eine Atomwaffe eine Stadt trifft. Nur so viel, ich war in Hiroshima gewesen und dieser Besuch gehört mit einem Besuch im Konzentrationslager Auschwitz zu den prägendsten Erinnerungen meines Lebens. Und wenn ich könnte, würde ich sofort alle Atomwaffen verbieten. Hat dir mein Video bisher gefallen? Dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, abonniere unbedingt den Kanal, denn gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn du es genauso wichtig findest wie ich, dass der deutsche Sprachraum sich für Raumfahrt begeistert, kannst du meine Arbeit durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Kommen wir aber zu dem schönen Teil der Atlas, nämlich, dass sie als Waffenträger ziemlich schnell ungeeignet war, aber als Träger für wissenschaftliche Missionen ihre Fähigkeiten früh unter Beweis stellen konnte. So kam man dann auf die Idee, die vielen produzierten Atlas-Raketen aus ihren Bunkern zu holen und als Trägerraketen für Satelliten zu nutzen. Um mit der Atlas anständige Mengen an Nutzlast transportieren zu können, wurden dann natürlich fähige Oberstufen gebraucht. Das waren dann zum Beispiel die Agena, die viele vermutlich als Ziel für die Undock-Versuche im Gemini-Programm kennen. Aber auch die Centaur-Oberstufe mit dem RL-10, die speziell für die Atlas entwickelt wurde und übrigens die erste Hydrolox-Oberstufe überhaupt war. Die machte dann die Atlas zu einem richtig fähigen Träger. Ab 1978 wurden alle Atlas-Starts nur noch mit Centaur-Oberstufen-Versionen geflogen. Insgesamt ist die Atlas mit Centaur etwa 200 Mal geflogen. Moment, Mamo, du hast doch letzte Woche erzählt, dass die Atlas 5 mit dem russischen AD-180 fliegt. Ja,
Ich bin ja jetzt soweit. Damit das möglich werden konnte, musste ja erstmal der eiserne Vorhang fallen. Das heißt, bis 1995 flogen alle Atlas mit verbesserter, aber grundsätzlich der Technik aus den 50er Jahren. Das heißt Edelstahl, Ballonbauweise mit Abwurf-Booster-Triebwerken und den Vanier-Steuerdüsen. Nach der Ausmusterung als Interkontinentalrakete mussten die Vanier-Steuerdüsen nicht mehr um zwei Achsen schwenkbar sein, weil es keine Steuerung in der Freiflugphase bedurfte. Man brauchte die Vaniers nur für die Rollstabilisierung während des Fluges mit dem Zentraltriebwerk. Dafür hat dann die Schwenksteuerung um eine Achse gereicht. Mit der Einführung von hypergolen Steuerdüsen an der Centaur-Oberstufe konnten die Vanier komplett wegfallen. Die letzte Atlas, die mit Vanier-Triebwerken geflogen ist, war die Atlas 1. Hä? Die letzte war die 1? Ja, während die Atlas am Anfang mit Buchstaben benannt wurde, also von A, B, C und so weiter, entschied man sich ab der H, die Atlas I, nicht I zu nennen, sondern steht ja für römisch 1 und so dann auf 1 umzuschwenken. Die Atlas 2 übrigens, die dann die Rollkontrolle durch die Centaur Oberstufe erledigte, hatte bei 63 Starts keinen einzigen Fehlschlag und so gilt sie bis heute als der zuverlässigste Raketenträger in der Geschichte. Aber weiter in den 90er Jahren. Ich höre beim Lego-Bauen die drei Fragezeichen-Kassetten, im Radio kommt DJ Bobo, alles ist bunt. Ja, und irgendwie hat man das Gefühl, die Welt ist mit der Überwindung des Kalten Krieges dem Weltfrieden ein Stück näher gekommen. Und damit das so bleibt, kamen die Amerikaner auf die Idee, dafür zu sorgen, dass die russischen Top-Raketenwissenschaftler nicht nach Nordkorea oder in den Iran in den Urlaub fahren, sondern lieber an amerikanischen Raketen arbeiten. Und praktischerweise waren die russischen Triebwerke auch viel günstiger und besser als die amerikanischen. Und so sah es nach einem Win-Win für alle Beteiligten aus. So flog dann mit der Atlas 3 im Jahr 2000 die erste amerikanische Rakete mit einem russischen Triebwerk ins All. Ich glaube, ich erzähle jetzt immer, die amerikanischen Triebwerke waren so scheiße, dass man sie bis zur Atlas 3 noch während des Fluges entsorgt hat. Wenn du wissen möchtest, warum die russischen Triebwerke so überlegen waren, das Video von letzter Woche erklärt das Ganze ganz gut. Spoiler, der Antriebszyklus ist mit einer gestuften Verbrennung einfach überlegen und dazu können die Russen günstiger produzieren. Okay, eigentlich habe ich das Video ja gemacht, um den verschobenen Atlas V Start mit Boeing Starliner zu nutzen, um nochmal etwas über die Atlas zu erzählen. Und jetzt sind wir gerade mal bei der Atlas 4. Hier kann ich dich beruhigen, wir kommen direkt zur Atlas 5. Warum die Atlas 4 ausgelassen wurde, keine Ahnung. Scott Manley hat mehrere Theorien dazu geäußert, zum Beispiel, dass 4 in vielen Kulturen für Tod oder Sarg steht oder als ULA wollte man einfach nicht, dass die Delta 4 mit einer Atlas 4 verwechselt werden kann. Ja, warum eine Atlas 4 buchen, wenn ich eine Ariane 5 haben kann? Wie dem auch sei, auch das AD-180 der Atlas 5 braucht RP-1 und Sauerstoff. Die Flüssigkeiten befinden sich aber nicht mehr wie noch in der Atlas 3 in Edelstahltanks, die Innendruck brauchen, sondern es wurde zur Aluminium-Integralbauweise gewechselt. Das heißt, riesige Platten aus Alu werden so weit ausgefräst, bis auf der Innenseite nur noch ein Netz aus Stegen stehen bleibt. Die Platten werden dann gebogen und zu Tanks zusammengesetzt. Jetzt im Nachhinein frage ich mich ein bisschen, ob das tatsächlich clever war oder ob man mit der Edelstahlvariante, die ja offensichtlich mit der Atlas 3 erfolgreich mit AD-180 geflogen ist, hätte günstiger sein müssen. Aber vielleicht hatte man die Alu-Fertigung ja bei dem Zusammenschluss von ULE eh herumstehen und wollte dieses altmodische Edelstahlzeug loswerden. Es wäre schon eine ganz schöne Ironie der Geschichte, wenn SpaceX mit der Umstellung auf Edelstahl ULA mal in die Knie zwingt. Denn auch das muss man sagen, nach außen wird zwar etwas anderes kommuniziert, aber intern ist ULA seit Jahren klar, dass man mit der wiederverwendbaren Falcon 9 mit den eigenen Raketen eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Aber das wird der Markt klären. Fun Fact, Elon will zum Mars, aber alle amerikanischen Mars-Missionen sind von ULA oder deren Vorgänger durchgeführt worden und kein einziger Start mit SpaceX. Grund dafür ist unter anderem, dass die Mars Rover RTGs mit radioaktivem Material zur Energieversorgung an Bord haben. Das erfordert spezielle Genehmigungsverfahren, die SpaceX noch nicht durchlaufen hat. Anderer Grund, diese Missionen haben Jahre Vorlaufzeit und zu dem Zeitpunkt war SpaceX einfach noch nicht so ein Player. Elon who? Ah, schon wieder abgeschweift. Bei der Atlas 5 entschied ULA sich nachträglich, die Fähigkeiten der Atlas 5 zu erhöhen. Und so gibt es die Atlas 5 mit bis zu 5 Seitenboostern. Da diese aber nicht von Anfang an vorgesehen waren, mussten sie um die Avionik und Sauerstoffleitung drumherum geklatscht werden. So sehen die Querschnitte der Booster-Version der Atlas 5 für jemanden mit einem Symmetriebedürfnis aus wie moderne Kunst. Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Dass es mit der Unsymmetrie für den Schubvektor nicht ganz so cool sein kann, ist klar. Dem wird auf zwei Wegen begegnet. Zum einen sind die Austrittsdüsen der Feststoffbooster leicht angewinkelt, um ihren Schubvektor möglichst durch den Raketenschwerpunkt zu legen. Und zum anderen steuert das RD-180 eben gegen die Asymmetrie an. Nicht schön, aber selten. Fun Fact, das führt dazu, dass die Rakete beim Start leicht seitlich driftet. Dieses Problem wird die Vulcan von ULA nicht haben.
Die ist schön symmetrisch. Dafür hat das Ding zum Ärger von Tory Bruno aber noch keine Triebwerke. Where are my engines, Jeff? Und wie startet Starliner? Ja, für Boeing Starliner haben wir eine Kernstufe mit AD180 und zwei Feststoffboostern. Besonderheit, die Starliner Atlas V ist die einzige Version der Atlas V, die mit zwei RL-10 in der Oberstufe startet. Das zweite Triebwerk brauchen wir nicht, weil der Starliner so schwer ist. Zum einen dient es als Redundanz, da man Crew transponiert, so hat man notfalls ein zweites Triebwerk. Dass das keine Anforderung der NASA ist, sieht man an der Falcon 9 mit Crew Dragon, die ja auch nur einen Merlin 1D hat. Ist aber bestimmt nice to have. Tatsächlich bräuchte die Atlas V aber mehr Wumms, wenn man nur mit einem schubschwachen RL-10 in den Orbit wollte. Das könnte man mit zusätzlichen Boostern sehr einfach realisieren. Ja, das RL-10 ist so teuer, dass man lieber zwei fast 50 Tonnen schwere SRBs dran pappt, als ein weiteres rund 200 Kilogramm schweres RL-10 zu kaufen. Das würde aber dazu führen, dass die Ballistik beim Abbruch die Kapsel sehr hoch führen würde. Das heißt, im schlimmsten Fall würde die Kapsel sehr steil mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre krachen. Durch ein zweites RL-10 hat man die Möglichkeit, flacher in den Orbit einzusteuern, was zu jedem Zeitpunkt eines Abbruchs einen sanfteren Wiedereintritt der Kapsel in die Atmosphäre ermöglicht. Das Video zu Rettungssystemen, meine Kooperation mit Tony von Mondgeflüstern, das sollte es eigentlich heute geben, habe ich aber wegen des Nauka-Zwischenfalls verschoben, weil ich so passend zum Starliner-Start noch was zur Atlas erzählen konnte. Wer weiß, wie lange die Oma noch fliegt. Daher auch nochmal der Hinweis auf meinen Livestream zu Boeing Starliner Start mit einer Atlas V morgen Abend. Und ein weiterer Hinweis, ich freue mich riesig. Am Mittwoch kann ich den Wissenschaftsjournalisten Michael Büker live auf der Senkrechtstarter-Couch begrüßen. Vielen von euch dürfte er in den letzten Wochen durch seine hervorragende Nauka-Berichterstattung aufgefallen sein. Und so wollen wir darüber sprechen, was eigentlich letzte Woche bei Nauka vorgefallen ist, wie es jetzt weitergeht und wie die Zukunft der russischen Raumfahrt aussieht. Vielen Dank an Astrid und Ineas fürs Korrekturlesen des Skripts. Ganz großes Dankeschön geht natürlich an euch, an die Community fürs Liken und Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, liken. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.